Geschrieben wird in der Uni in jedem Fach. In vielen Fächern schon ab den ersten Semestern, zum Beispiel Hausarbeiten, Protokolle oder Essays. Am Ende jedes Studiums steht eine Bachelor- oder Masterarbeit. Wenn man die Aufgabe bekommt, einen solchen längeren Text zu verfassen, wie kommt man dahin, dass man am Ende einen abgabefertigen Text in der Hand hält? Der Weg zum fertigen Text ist meist ein komplexer Prozess. Sie müssen erstmal einen Überblick über Ihr Thema bekommen, vielleicht sogar selbst ein Thema und eine Fragestellung finden. Sie müssen Fachliteratur suchen, auswählen, lesen, verstehen und überlegen, was Sie davon wie in Ihren eigenen Text einbauen. Sie müssen überlegen, wie Sie die Informationen, die Sie gefunden haben, strukturieren wollen und wie Sie Ihren Text gliedern. Sie müssen eine Argumentation aufbauen und Ihre Gedanken in Worte fassen. Gleichzeitig müssen Sie daran denken, die Konventionen akademischer Texte einzuhalten und daran, wer den Text später liest und was Sie oder er erwartet. Das sind also eine ganze Menge Schritte und Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Das Internationale Schreibzentrum unterstützt Sie dabei. Aus der Schule, vielleicht auch aus einem vorherigen Studium oder einer Ausbildung, bringen Sie natürlich Schreiberfahrung mit. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Wir wissen jedoch, dass die Schreibentwicklung damit noch nicht abgeschlossen ist. Stattdessen lernen Sie während Ihres Studiums beständig weiter, wie Sie eigenständig adressatengerechte Texte schreiben. Und bei dieser Entwicklung kann das Internationale Schreibzentrum Sie begleiten. Wie kann ich das Internationale Schreibzentrum nutzen? Ja, im Schreibzentrum können Sie vor allem jede Menge verschiedener Workshops rund ums Thema Schreiben nutzen. Sie können auch individuelle Schreibberatungen in Anspruch nehmen, wenn Sie an einem eigenen Schreibprojekt arbeiten. Und darüber hinaus gibt es verschiedene Zertifikate, die Sie machen können und Online-Angebote. Wo finde ich die Workshops? Die Workshops finden Sie in UniVZ und StudIP. Am besten gehen Sie hierzu über die Verlinkung auf der Seite des Schreibzentrums www.schreibzentrum.uni-göttingen.de. Hier können Sie sich entweder die Workshops anzeigen lassen, die zu Ihrem Studienfach passen. Oder Sie folgen diesem Link, um einen Überblick über alle Veranstaltungen des Schreibzentrums zu bekommen. Kann ich mir die Workshops des Schreibzentrums für mein Studium anrechnen lassen? Sie können in fast allen Workshops des Schreibzentrums Credits im Bereich Schlüsselkompetenzen erwerben. Dafür müssen Sie in der Regel regelmäßig teilnehmen an dem Workshop und ein Portfolio einreichen. Was ein Portfolio ist, wird im Workshop genauer erklärt und in den allermeisten Studiengängen können Sie sich auch diese Credits im Bereich Schlüsselkompetenzen anrechnen lassen. Ob das wirklich geht, das müssen Sie im Zweifel mit Ihrem Prüfungsamt klären. Was passiert in der Schreibberatung? Eine Schreibberatung ist ein Gespräch zwischen Ihnen und einer Beraterin des Schreibzentrums. Sie können hier alle Fragen stellen, die bei Ihnen während des Schreibprozesses auftauchen. Zum Beispiel zur Eingrenzung des Themas, zum Strukturieren Ihres Textes oder auch zu Ihrem eigenen Stil. Die Schreibberaterin hat wahrscheinlich nicht gleich auf alles eine Antwort parat, aber Sie werden gemeinsam im Gespräch nach Antworten suchen. Und vor allem können Sie gemeinsam mit der Schreibberaterin Strategien erarbeiten, wie Sie am besten vorgehen. Da nicht jede Strategie für jede Person gleich gut passt, ist es sinnvoll, das im individuellen Gespräch zu machen. Wann sollte ich zur Schreibberatung kommen? Sie können im Prinzip jederzeit in Ihrem Arbeitsprozess die Schreibberatung in Anspruch nehmen. Es lohnt sich sogar, schon dann zu kommen, wenn Sie noch gar nichts geschrieben haben, zum Beispiel um über eine mögliche Fragestellung oder Ihre Themeneingrenzung oder Gliederung zu sprechen. Kann ich im Rahmen der Schreibberatung auch meine Arbeit Korrektur lesen lassen? Also die Arbeit abgeben und sie dann korrigiert wiederbekommen, das können Sie im Schreibzentrum nicht. Dafür fehlt uns zum einen die Zeit, zum anderen passt das auch nicht so ganz zu unserem Ansatz, denn wir wollen ja, dass Sie kompetente Schreibende werden, die
ja, selbst in der Lage sind, ihre Texte selbst zu korrigieren. Was wir aber machen können in der Schreibberatung, ist, ihnen ein Textfeedback zu geben. Das heißt, dass eine Beraterin sich ihren Text oder Ausschnitte daraus ansieht und ihnen sagt, was aus ihrer Sicht daran schon gelungen ist und was man vielleicht noch verbessern könnte. Und die Verantwortung, ob sie das dann umsetzen oder nicht in ihrem Text, das liegt dann ganz bei ihnen. Wie komme ich an eine Schreibberatung? Am besten melden Sie sich per Mail unter schreibzentrum@phil.uni-göttingen.de. Schreiben Sie bitte, was Sie studieren, was für eine Art von Text Sie gerade schreiben und was Ihr Anliegen ist. Eine Beraterin des Schreibzentrums wird sich dann mit einem Terminvorschlag melden. Darf ich auch mehrmals zur Schreibberatung kommen? Ja, solange es genügend Beraterinnen gibt, die Kapazitäten frei haben, können Sie prinzipiell so oft kommen, wie Sie wollen, allerdings nur einmal pro Woche. Finden die Workshops und Schreibberatungen im Wintersemester 2021 online oder in Präsenz statt? Das hängt, wie derzeit alles, von der aktuellen Lage ab. Geplant ist im Moment, dass alle Schreibberatungen online stattfinden und die Workshops zum allergrößten Teil online. Was bietet das Schreibzentrum sonst noch an? Sie können im Lauf Ihres Studiums diverse Zertifikate rund ums Thema Schreiben machen. Einen Überblick dazu finden Sie hier. Außerdem können Sie sich schon mal in Stud.IP für die Veranstaltung Angebote des Internationalen Schreibzentrums anmelden. Dort finden Sie unter Dateien verschiedene Handouts zu allen möglichen Themen des Schreibens an der Uni.